Dingsbums, Essen ist alles für dich, das ist mir schon klar. So, lieber mal abspeichern. Jetzt machen wir den Strom wieder an. Weiß. Blau. Blau. Gibt es verschiedene Blautöne? Nein, okay, gibt's nicht. Ist das jetzt weiß oder dunkel? Dunkel ist das, was man nicht bewegen kann. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, dann ist auf der linken Seite von dunkel blau, blau, orange und das müsste dann weiß sein. Müsste das aber blau sein. Ah, ich hab's verstanden. Okay, das Rätsel war nicht schlecht. Geschafft. Einen Weg rausfinden. Läuft er jetzt hier rum und ich muss dann irgendwie wie bei der Demetrescu einfach hier so mich verpissen. Und wenn er mich sieht, frisst er mich sofort auf. So nach dem Motto, der läuft draußen rum und ich muss mich schnell genug verstecken. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Mutter Miranda hat mir 5 Leute aus dem Dorf gebracht, wie ich sie gebeten hatte. Wie ich sie gebeten hatte. Ich habe sie mit einer Flüssigkeit einschlafen lassen und ihnen dann das Gardeau in ihre Bäuche getan. Ich freue mich schon drauf, wie es in ihnen heranwächst. 2. Oktober, ein wolkiger Tag. 4 von den Leuten aus dem Dorf waren heute Morgen tot. Einer ist fast ein Lykan. Ich habe ihn in meinem Labor in den Bergen geschickt. Ich habe schon wieder versagt. Mutter will starke Hüllen, aber ich krieg keine hin. Ich brauche mehr Leute aus dem Dorf. Interessant. Erweitertes Magazin M19. Yeah. Der kommt doch bestimmt hier wieder, oder? Was brauche ich denn am meisten für Munition? Ich bin mir da gar nicht so sicher, weil ich doch viel mit der Rifle arbeite, die mir auch sehr... Das Riesen... Ach, das Riesenbaby... Ja, das war okay. Es war okay. Dafür war es ein bisschen kürzer, aber okay. Vielleicht sollte ich mal gucken. Blendgeschoss, Explosivgeschoss. Ich könnte von denen ein paar bauen, aber weißt du was? Vielleicht halte ich mir das auch mal ein bisschen... Hier kann ich nicht hoch.
Es ist deine Schuld, dass du Gold nicht hast! Das hab ich mir aufgehoben. Noch Mist. Der hat gerade gefurzt, also ich war es nicht. Komm raus, Specki. Och. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das gefällt mir. Komm her, Schwabbel. Ein Huhn war's für dich. Komm, Fischi, 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 Fischi. Ich habe hier ein bisschen Ruhe. Sinne ein Ekelpaket. Ach schade, ich dachte, ich könnte irgendwie hier das noch benutzen. Aber erst mir alles abluten. Die Mine war super. Da bin ich gar nicht erst auf die Idee gekommen, aber als die dann da rumlag, habe ich mir gedacht, warum nicht benutzen? Vielleicht kann ich den triggern, es hat geklappt. Gut. Das war wahrscheinlich das Schwabbelvieh. Weißt du, ich wollte ihn eigentlich noch ein bisschen näher locken und dann, boom. Aber es ging auch so. Glücklicherweise. Trotzdem möchte ich mich gerne hier noch umgucken, weil ich glaube, hier gibt es bestimmt noch irgendwo ein bisschen Loot. Nicht viel, aber ein bisschen. Ah, ich habe doch jetzt wieder ein bisschen was bekommen. Die Rifle ist mein Freund. Klingt jetzt... Ah, ich glaube, das kann ich hier vergessen. Okay. Für die Frage, warum ich das gerade gemacht habe, in Resident Evil 4 war das der Fall, dass man da noch was kriegen konnte. Gut, das war also der... Der Fisch. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das Schloss haben sie riesig gemacht. Aber irgendwie... Zwei können sich in solche Kreaturen verwandeln. Zwei bleiben gleich bei den Bossfights. Hast du mich ja gerade gespoilert, Justin? Sechs geflügelter Schlüssel habe ich jetzt noch nicht. Bedeutet also, Heisenberg bleibt so.
Und jetzt kann ich überall hin. Hältst dich besser als erwartet. Wer ist da? Ach komm. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Hallo, Heisenberg. Aber wie geht es weiter, wenn du die 4 Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erstmal zum Friedhof. Was für ein Wichser. Jo, das kann ich mir aber gut vorstellen. Ich habe aber nicht gedacht. Ich glaube, wir kommen so langsam dem Ende hin. Kugellabyrinth, mechanische Tür. Die mechanische Tür kann ich doch eigentlich jetzt aufmachen. Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, der Heisenberg, ich sag's mal so, der Heisenberg selbst hatte ja schon ziemlich starke Kräfte, haben wir ja gesehen, auch das mit dem Magnetisieren nehme ich an. Dementsprechend glaube ich nicht, dass der irgendwie eine Verwandlung nötig hatte. Bei der kleinen Puppe, das war halt eher so die Psycho, die mit dem Psychospielchen, dementsprechend war das eigentlich auch eine ganz gute Ausgangsposition, ihr nicht unbedingt eine Form zu geben. Die Lady Dimitrescu, naja gut, die hatte so ein bisschen Nemesis-Vibe. Obwohl das mit ihren 3 Töchtern eigentlich auch hätte ausgereicht. Da sie ihr noch eine Dingsbums. Bei der Lady hätte sie auch machen können, dass sie schwächer wird, umso mehr ihrer Töchter. Ja, stimmt, das wäre. Übrigens, ich glaube, das ist bei Resident Evil 3, bei dem Originalen, so der Fall gewesen. Da konntest du ja auch bis zu einem gewissen Grad entscheiden, ob du gegen Nemesis kämpfst oder lieber abhaust. Und ich glaube, je öfters du gegen den Nemesis gekämpft hast, desto mehr Sachen hast du immer bekommen. Ja, der hat dich zum Beispiel nur bei gewissen Sachen angegriffen. Ich habe nichts Kugeliges gefunden. Was wollte ich? Bei dem originalen Resi 3 war es ja auch so, dass du dich entscheiden konntest, haust du von Nemesis ab oder stellst du dich der Gefahr an, wenn du den halt besiegt hast. Der kam auch nur an speziellen Punkten und nicht ab und zu mal. Und dementsprechend konntest du auch so ein bisschen, ich glaube, den für den Endkampf schwächen. Idee.
Na komm her. Kugelmeerjungfrau. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht bringt das was. Ich weiß nur nicht ganz, was jetzt was bringt. Ist das die Meerjungfrau? Das Kugellabyrinth war relativ einfach, um ehrlich zu sein. Hellgrüner Schädel. Coole Sache, da können wir dem Duke noch ordentlich was verkaufen. Macht keinen Sinn, eher umgekehrt. Wegen der Wut und dem Zorn auf Ethan dann stärker. Na, es ist immer schwierig. Du musst halt irgendwie schon dem Spielern ein positives Feedback geben, dass er halt einen Boss, dass er halt irgendwelche Bosse besiegt. Na komm her! Es gab einen Tausender. Also die geflügelten Figuren sind auf einfach, wenn du eine Zielhilfe hast, wesentlich einfacher. Und die Dingsbomben sind eigentlich gar nicht immer schlecht. Also so übel finde ich nicht. Die fressen nicht so viel. Die fressen nicht so viele Schüsse, dafür sind sie relativ eklig im noch was. Money, 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 money. Ich bräuchte einen größeren Koffer. Ne, ich fand so, wie sie war, war es eigentlich sehr gut und bis jetzt der beste Abschnitt vom Spiel. Ja, das glaube ich aber auch, Justin. Ich glaube auch, dass das Schloss das Aushängeschild war. Dass sie sich davon die meiste Mühe gegeben haben und dass es das dass das auch das Größte gewesen ist. Da bin ich mir relativ sicher. Und die anderen Gebiete, vielleicht Heisenberg noch, mit dem haben sie auch Werbung gemacht, aber die anderen beiden Bosse waren jetzt doch, waren zwar schön, aber waren eher. Klein gehalten.
Warte mal, wenn ich von dort nach dort reise, dann komme ich nur hier rüber, okay. Aber ich finde es gut, dass es mehrere Gegner gibt. Also jetzt nicht nur Bosse und die Minions, sondern wirklich verschiedene. Na, ich weiß nicht. Ich finde es schon ein bisschen schade. Schon bevor du hast wirklich was vergessen, weil du in Panik bist. Vor allem, weil die dich halt die ganze Zeit verfolgt. Mich raten, da drin gibt es auch irgendwas. Nimm ich mal meine Freundin. Hast du Schulden ohne Gleichen, musst du das Haus erreichen. Dann nimm in die Hand, Mann, die Pumpgun. Hallo. Mutter Miranda hat mir einen Berg geschenkt. Ich will auch einen Berg haben. Komm, ihr liegt zusammen und schenkt mir einen Berg. Hier kann ich ganz viele Experimente mit dem Kadu machen. Es ist mein geheimes Labor. Heute habe ich 3 Exemplare mit dem Kadu gemacht. Aber sie sind alle geplatzt und haben alles dreckig gemacht. Ich habe das Kadu eingepflanzt und dann habe ich mit einer Nadel Wolfsblut ins Rückgrat. Was? Dann habe ich mit einer Nadel Wolfsblut ins Rückgrat gespritzt. Okay. Ich habe das Kadu eingepflanzt und dann habe ich mit einer Nadel Wolfsblut ins Rückgrat gespritzt. Hinterfragen wir das mal nicht, den Satzbau. Das Versuchsobjekt hat sich stark bewegt und dann meinen Assistenten getötet. Ich konnte es nicht in den Griff kriegen, deshalb habe ich es in einen Käfig getan. Jetzt muss ich es füttern. Yeah. Okay, ist eine coole Magnum. Papi hat ein neues Spielzeug gefunden. Kannst du mal die Flinte aus dem Schrank holen? Ich will noch einen größeren Koffer. Ich hoffe, das war nicht alles. Die Frage ist nur, warum habe ich so wenig Slots? Ich weiß nicht, ob ich das gerade brauche. Ich befürchte aber ja. Warte mal. Feuerkraft von 1700 und die hat eine Feuerkraft von 850. Boah, komm schon. Ja, ich glaube, das Spielzeug ist schön. Ein schönes Spielzeug, freue ich mich. So, haben wir sonst alles? Ja, haben wir. Ich habe auch keine Muni mehr. Ich glaube, die sollte ich mir echt aufsparen für ganz, ganz schlimme Fälle. Hallo, kleine Spielzeug, komm zu mir. Daddy trinkt mit dir ein Bier und bist du gleich in meiner Tasche, habe ich immer was Schönes zum Nasche. So, wollen wir mal, hey, weiter, Mara. Erstmal nachladen, wunderbar. Und wenn es nur ein Schuss ist, das ist mir Wumpe. Mess. Achso, ich brauche die Brunnenkurbel. So, ich glaube, der ist stark. Der Revolver?
Blendgeschoss. Blendgeschoss. Ich weiß nicht, ob das so eine... Ja, komm, wird schon passen. Das war's? Muss ich jetzt den ganzen Weg zurück? Wahrscheinlich. Ist okay. Kann ich irgendwas bauen zur Not? Ja, ich könnte was, aber es muss nicht sein. Explosivgeschoss. Warte mal. Ich will mal was gucken. Bevor ich jetzt hier großartig hier den flotten Otto rauslasse. Ich glaube aber nicht, dass ich den Dingsbums hier groß aufwerten kann. Also den Minenwerfer. Das ist ein Minenwerfer. Dementsprechend glaube ich das nicht. Bei Resi 4 war es nämlich so, du konntest da richtig fett Muni sparen. Ich weiß, dass ich nach links muss. Das musst du mir nicht erzählen. Zeigt mir jetzt, wo es lang geht. Trotz alledem. Ja gut, da will ich sowieso lang. Weil ich noch das Geflügel brauche. Bei Resi 4 war es halt so, wenn du irgendwie eine Waffe upgradet hast, vor allem mit Magazinkapazität und die leer war, dann hast du ein volles Dingsbums gekriegt. Das wird jetzt bestimmt das Höllenhuhn des Todes. Was? Nur Geflügel? Na komm schon. Wirklich? Warum kann ich hier hoch? Warte mal. War ich hier schon? Och, schade. Ich dachte, ich könnte rüberspringen. Okay. Schade. So, was gibt's denn hier jetzt noch? Hier zum Duke. Armenfriedhof waren wir ja. Hier gibt's noch eine Zugbrücke. Ich wette mit dir, wir müssen da die Zugbrücke entlang. Hier lang, Papa. Wer ist Mutter Miranda? Wenn die mich jetzt schon Papa nennen und wenn der Typ auf uns sauer war, weil er an seiner Seite gehört, da bin ich mal gespannt. Wer ist Mutter Miranda? Da ist eine Box bei der Leiche, stand genau drauf. Och nee. Nee. Da muss ich dann noch mal lang. Achtung, jetzt sind das bestimmt nur so 200-300 Leis.
Taubenblut. Rubin. Aha. Halskette mit leerer Fassung, den kann ich verkaufen, den kann ich verkaufen, den auch. Okay, 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 okay. Was sagt meine Gesundheit? Wunderbar. Das Inventar füllt sich. LT und A. Ach, ich schalte um. Mhm. Alter. Ah, entschuldige. Ich habe gerade aufgestockt. Nichts Besonderes hier. Überlass das mir. 48.000. Beachte mich gar nicht. Nicht zufrieden? Ich finde, das ist ein fairer Preis. Halskette mit leerer Fassung, Silberring. Das gehörte Moro? Die Schönheit des Grotesken wäre wohl ein guter Titel dafür. Hm? Was? Ah, schon gut. Das war's. So langsam müssen wir uns echt überlegen. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Auf. Wiedersehen. Très bien. Ich verstehe. Ah, so schalte ich also um. Okay. Entschuldigung, mein Fehler. So, ich habe aber nichts bekommen, ne? Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Ja, du bist auch ganz wahrscheinlich nur am durch Langeweile am Fressen. Ja, der beim Blocken erlittene Schaden sinkt, aber ich sag ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich den großartig benutze. Maximale Gesundheit steigt beträchtlich. Ich habe 5 Geflügel, 8 Wild und ein... Nur nicht nachlassen. Ich kann's kaum erwarten. Bin gleich zurück. Et voilà! Bitte bedien dich. Das würde ich auch ein weiteres Mal essen. Das wird ein Festmahl werden. Willkommen, Ethan. Diese flinken Bewegungen, die bringen einfach mal gar nichts, weil ich gefühlt habe, dass... Okay, das habe ich... Also ich kann nur alles einmal essen, ich verstehe. Also eigentlich... Schön. Okay, der ist hinüber. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch einen Kugellabyrinth, aber ich habe keine Kugel mehr. Kann es sein, dass hier irgendwo eine Kugel fehlt? Hier vielleicht? Ich bin mir bei dem armen Friedhof gar nicht so sicher. Einen Tag. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch nicht großartig Probleme oder so. Naja, wer weiß, was ich nicht schon alles verkackt habe. So, jetzt will ich nochmal in die Kirche. Rose is waiting for you.
Ich habe gedacht, was erwartet mich denn jetzt schon wieder? Das meinen die wahrscheinlich mit Backtracking, dass das lohnenswert ist, dass man ständig hin und her rennt. Ich muss zum Friedhof. Die Frage ist nur, will ich das? Mutter Miranda. Darf ich ehrlich sein mit euch? Kann sein, dass Mutter Miranda vielleicht irgendwie... Komm, ich hab dich gehört. Großer Mann. The show must go on. Ich hab doch da was gehört. Da muss doch irgendwie... Ja, dein Geräusch erstmal speichern. Duppiduppidu. Natürlich, so muss das sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist mir meine Frau vielleicht Mutter Miranda? Was ich zwar nicht glaube, aber ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie miteinander verwandt sind. Ich hab in der Kirche was gehört, also... Weiß nicht, ob ich dahin will. Nee, bis jetzt noch nicht. Irgendein Geräusch erstmal gespeichert. Tro-lo-lo-lo. Aber warum habe ich das Geräusch hier in der Kirche gehört? War das Geräusch so nah? Ich will noch mal ein Schloss. Das ist so gemein. Geflügel und eine zu eine Tür. Kann ich die aufmachen? Die Tür wird noch geöffnet. Die Tür hier. Aber im Puppenhaus spielt es ja darauf an, dass sie was damit zu tun hatte. Ja, das stimmt. Also ist jetzt die Frage. Das wäre ein Plot-Twist, wenn sie was damit zu tun hatte. Ja, ich glaube aber schon, dass sie was damit zu tun hat. Warte mal, ich will mal was gucken, ob ich hier wirklich soweit alles habe. Sieht aber sehr gut aus. Hier fehlt mir noch irgendwas. Ich gucke da jetzt nochmal ganz genau hin in diesem Haus. Ich fühle mich gerade so von der Kirche gerade ein bisschen verarscht.
Also hier sehe ich wirklich nichts. War da ein Glitzern im rechten Auge der Ziege bei der Statue in der Mitte? Ziegenstatue glitzern? Welche Ziegenstatue meinst du genau? glitzern im rechten Auge der Ziege in der Dorfmitte. Tatsache. Tatsache, Kristallfragmente habe ich jetzt zwei. Die sind jetzt nicht so viel wert. Aber hier, das triggert mich jetzt immer noch. Und ich habe jetzt wirklich mehr als genug geguckt. Hier ist alles soweit gut. Hier komme leider nicht mehr hin. Die Tür ist auch verschlossen, obwohl hier haben wir ja alles. Hier ist natürlich noch ein bisschen was, aber das ist verschlossen. Das wird wahrscheinlich noch geöffnet. Warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Ich gehe jetzt nach links. Hier zum Kurbeldingsbums, da möchte ich nochmal lang. Das hätte ich jetzt nicht gesehen. Gut, ist jetzt nicht unbedingt ein großer Schatz, der mir Probleme bereitet hatte. Oder hätte. Auf den hätte ich jetzt verzichten können, aber trotzdem. Ja, hier sieht's ruhig aus. Boot? Habe ich mich hier überhaupt richtig umgeguckt? Ich habe immer noch keine Ahnung, was das bringt mit diesen Statuen. Aber ich habe jetzt wieder eine gefunden. Kann sein, dass ich mich nicht richtig umgeguckt habe, weil ich hier sowieso nochmal hin musste. Mal ein bisschen auf die Story geschissen. Jetzt machen wir ein bisschen Erkundungskram. Der dicke Fisch ist ja hinüber. Oh. Scharfschützenmuni. Ich hasse es, wie es hier aussieht. Ich hasse es wirklich. Ich mag es wirklich nicht, wenn das irgendwie so... unordentlich ist. Aber ich glaube, ich kann da nichts machen. Habe ich beim Duke gespeichert? Bin mir nicht so ganz sicher, ob ich hier wirklich lang will. Ob ich hier auch lang soll. Ist es jetzt da, wo ich hin muss? Da, wo ich hin will? Fisch, Fisch, feinster Fisch. Aha. Okay, Fischies, Fischies, Fischies. Sonst gibt's hier nichts. No. Naja, was heißt sonst? Wo bin ich hier? Das gefällt mir alles nicht. Ich habe das Gefühl,
ob ich hier nicht sein will. Das sieht doch irgendwie antike Münze. Was ist die antike Münze? Eine aufwendig gestaltete Münze sieht aus wie die bei den Bakers. Wertvoll, interessant. DNA-Sequenzierung abgeschlossen. 99,95%ige Übereinstimmung mit dem Dalvi-Mutamizet. Die Abweichung ist mutmaßlich Resultat künstlicher Veränderung durch den Menschen. Was bedeutet, dass sich hier vermutlich die Quelle befindet? Weitere Untersuchung notwendig, wie die Connections den Pilz finden und extrahieren konnten. War das ein Secret? Was ist... Weiß ich, ob ich das irgendwie angreifen will oder nicht. Kommt das noch? Das sieht für mich so aus, als wenn das noch kommen würde. Was ist eigentlich mit der Box, die du nicht holen konntest? Also das Boot gefunden. Ich weiß es nicht. Die ist irgendwie verschwunden. Muss ich hier nochmal hin? Das sah so ein bisschen aus wie die Evelyn aus Resi 7. Der hat doch auch so komische Wurzeltentakeln oder was weiß ich. Ich fahre jetzt einfach mal hier weiter. Vielleicht finde ich ja noch was. Boot lässt sich aber gut steuern. Also. Ist einfacher als Wasserski. Hier ist noch ein Brunnen. Weinberg.